Servus Leute, es ist mal wieder zur Zeit für ein neues Wie penetriere ich? Nein, einen neuen Pentest haben wir heute und zwar schauen wir uns den Stufe 10er UDES 15-16 an, welcher jetzt mit dem neuesten Update in das Spiel reingekommen ist. Natürlich, heute schauen wir uns wieder diverse Panzer an, welche diesem Panzer entgegenstemmen werden und schauen uns halt sein Armor-Profil an mit natürlich den Werten, die man so sehen, nachsehen kann, aber natürlich auch mit ein bisschen testen. Und der erste Panzer, der dieses Mal wieder einmal gegen den UDES antreten wird, ist der Jagdtiger 88. Welch ein Wunder, den kennen wir doch schon alle zu gut. Dieses Video ist mehr oder weniger eigentlich aus dem Testserver entstanden. Ich wollte noch warten, bevor ich dieses Video gemacht habe, weil ich wollte noch sehen, ob der Panzer an der Panzerung irgendwas verändert wird. Ist das nicht der Fall gewesen. Trotzdem Riesenland an Toxic, welcher mir dazu Seite gestanden ist. Ich habe hier mal wieder den Jagdtiger 88 genommen, aus dem einfachen Grund, weil er mit 212 mm Durchschlagskraft einem Stufe 8er Medium ziemlich gut entgegenkommt. Und hier schon das ziemlich erste interessante Ding. Wenn der UDES nicht richtig spielt, erstens mal die Unterwanne, ich habe jetzt einmal reingeschossen, das sollte jetzt für euch klar sein, dass man da ohne Probleme durchkommt. Und wenn man jetzt das hier auch unserem Panzermodell anschaut, 70 mm Panzerung, das wird niemanden stören. Der einzige Vorteil dieser Panzerung ist, dass man eventuell mal was autobouncen kann wegen einem komischen Winkel. Die Oberwanne ist 60 mm dick und ihr könnt sehen hier, wir sind ohne Probleme eigentlich fast immer durchgekommen. Einmal sind wir ein bisschen weggebounced. Jetzt kommt aber das große Problem. Es ist der Turm. Und beim Turm möchte ich jetzt mal sagen, hier lohnt es sich für mich gar nicht erst auf die fetten Teile des Turms rauf zu schießen, weil wir werden eh bounced. Darum hier ein bisschen auf die Viewports, welche natürlich auch zu Schwachpunkten zählen. Hier könnt ihr jetzt aber sehen, in zweifacher Geschwindigkeit, dass die Kuppeln teilweise viele Schüsse schlucken können. Was natürlich ein bisschen zu Frustration führen kann und auch zu Problemen führen kann, weil man sich da denkt so, excuse me, what the fuck, wieso komme ich da nicht durch? Ihr könnt sehen, jetzt läuft es aber langsam, aber es ist auch teilweise ein bisschen viel mit Glück. Weil, kommt sehen, ihr müsst diese kleine Stelle hier eigentlich treffen, diese hier, damit ihr Schaden macht. Und je nachdem, wie ihr halt diese obere 100 mm Stelle trifft, dann ist die Panzerung dann auch schon wieder ein bisschen zu viel. Die andere Seite ist genau gleich mit 100 mm und dieser Dingsplatte hier, mit dieser, was ist es gewesen, 200 mm Platte. Das Interessante jedoch ist, wenn man hier ganz genau rangeht, ein bisschen, kann man sehen, dass es hier noch einen 20 mm Streifen gibt. Und da habt ihr natürlich so oder so Autopam. Wie gut man den immer treffen kann, sei jetzt dahingestellt, aber es kommt bei diesem Panzer gar nicht drauf an, auf welche Seite man schießt. Das einzige Interessante, was wir jetzt hier noch machen können, ist vielleicht hier probieren, irgendwas in der Kanonenblende zu bouncen. Aber, und das ist interessant, die ganze Kanone selber ist Teil des Schadensmodells, wieso wir das machen können mit einem Highroll. Nice Sache. Ja, der ganze Teil hier oben ist 20 mm dick, heißt, ihr solltet da keine Probleme haben, durchzukommen, egal mit welchem Kaliber. Abgesehen unter 60 mm. Das gleiche gilt auch für diese kleinen Flanken hier. Die zeige ich euch nachher nochmal gleich, damit ihr sie seht. Und man merkt höchstwahrscheinlich, dieser Panzer ist ziemlich anfällig für Artillerie. Also für die Klickerschweinchen unter euch, ihr könnt euch da freuen, auf diesen Panzer zu Wixi-Wixi machen, weil das funktioniert verdammt gut. Aber nun zum nächsten Panzer. Der nächste Panzer auf der Map Airfield oder Flugfeld, den wir gegen den neuen UDES antreten lassen, ist der E5. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, irgendwelche Stufe, wie soll man sagen, Stufe 8er Heavys zu nehmen, weil es passiert einfach gar nichts. Stufe 8er Heavys, wenn ihr AP schießt, dann kommt ihr auch an Kuppeln in 50% der Fälle durch wie der Jagdtiger. Und wenn in Stufe 9er Heavy oder Medium fahrt, dann kommt es mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Aber hier können wir jetzt mal anfangen, probieren auf dem Turm zu bolzen mit den 285 mm Durchschlagskraft des E5s. Und wieder einmal anzumerken, wenn der UDES einen Fehler macht und seine Oberwanne hier zeigt, diesen Teil habt ihr kein Problem, da durchzukommen. Die ist mickrig weich. Also das müsst ihr euch wirklich aufpassen, wenn ihr selber den UDES fährt, aber auch wenn ihr gegen den UDES fährt. Aber sobald er richtig und korrekt spielt, dann
Hut ab oder Beret ab, hat er gut gemacht. Ich habe hier noch sogar ein bisschen probiert, ob ich eventuell durch seine, wie soll man denn sagen, durch seine Kanonenblende runterbouncen könnte. Aber dies ist leider nicht der Fall. Könnt sehen, jetzt habe ich da leider dagegen getroffen. Da komme ich natürlich nicht durch, hier auch nicht. Und sobald wir aber hier ein bisschen Trollololo spielen, können wir den Panzer sogar detracken. Und ich würde das euch wärmstens empfehlen, meine Damen und meine Herren. Wieso solltet ihr, wenn ihr die Oberwanne so seht vom Gegner oder euch das vordere Kettenrad zeigt, das Risiko eingehen, da unten reinzuschießen? Weil ihr könnt frontal detracken und pennen. Und das liegt daran, dass wie dieser Panzer aufgebaut ist. Dieses ganze Schabernackzeug hier drüben ist alles Teil des Panzerungsmodells. Und wenn wir hier sogar noch die Dinge ausmachen, die Schottpanzerung, seht ihr, das ist ein mickrig dünner kleiner Strich, aber das ist nur 20 mm dick. Heißt also, wenn ihr korrekt schießt, geht euer Schuss da durchs vordere Kettenrad, da oben rein, ihr detrackt den Frontal mit Schaden und der Panzer geht ja. Das ist so mein Tipp dazu. Jetzt, wenn wir in die Kuppe schießen, wenn wir treffen würden natürlich, das ist auch wieder so eine Sache, ja. Ich habe in meinem Vorschauvideo angemerkt, wo diese Panzer, die Stats bekannt geworden sind. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil ich nicht ganz genau weiß, wie stark diese Kuppel hier sein wird. Aber ich kann euch beruhigen, sie ist ziemlich stark. Wir haben jetzt die High Explosives Anti-Tanks geladen und jetzt kommen wir auch durch die Kanonenblende durch. Sogar ziemlich gut. Sie ist 280 mm dick. Wir können das hier auch nochmal kurz angucken. Das hier ist einfach dieser fette Teil hier, 280 mm. Und ihr könnt sehen, das ist gerade wie nichts. Und wenn ihr Glück habt und diese Seite hier trifft, dann kommt ihr mit allen 122 mm Kanonen durch. Aber eben für unseren E5, auch wenn das ein bisschen so angewinkelt aussieht, ist ganz gerade, da kommt man ohne Probleme durch. Die Kuppel hingegen ist da wiederum ein bisschen trolliger. Sie ist fast so dick, wie ihr Durchschlagskraft habt, ein bisschen dicker sogar. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, da durchzukommen, eher gering. Trotzdem, wir haben den Udes kaputt gekriegt. Nun zum nächsten Replay. So, hier haben wir auch noch selber den normalen Udes einfach nochmal selber zum Testen. Und hier wird es interessant, weil wir APCR haben, kann es sein, dass ihr bei dieser oberen Lippe nicht mehr durchkommt. Bitte nicht vergessen, APCR hat schlechtere Normalisierung als AP. Und das kann eben zu ein paar Problemen führen. Aber ansonsten verändert sich es wirklich nicht mehr, als wir es zuvor hatten. Ihr könnt sehen, hier können wir vorn durchkommen. Wir kriegen leider nicht das vordere Kettenrad, aber trotzdem ist das eigentlich ein sehr reliable Weak Spot, wenn er euch zu viel von eurer Wanne zeigt. Trotzdem, die Kuppeln sind schon nicht gerade einfach zu treffen. Aber wir schießen jetzt auch normale Standard-APCR. Ich habe probiert, eventuell den Schuss runterbouncen zu lassen, aber das hat leider nicht funktioniert. Ihr könnt sehen, ich probiere einen Schuss rein zu sneaken, aber eben das ist flache Panzerung, 50 oder, Entschuldigung, nicht 50, 280 mm dick. Und eben hier könnt ihr sehen, es sieht eben nicht so aus, als wäre das ein Schadensmodell, ein Teil des Schadensmodells, aber man kommt da durch. Und sobald er jetzt auch ein bisschen runtergeht, haben wir jetzt auch es einfacher, diese Kuppeln zu penetrieren. Wir haben jetzt noch die Heat geladen, welche mit 310 mm Durchschlagskraft eher ein bisschen standardmäßiger ist als die 340 vom E5. Aber jetzt kommen halt die großen Probleme. Da, wo wir vorhin beim E5 ohne Probleme durchgekommen sind, also dieser fetten Kuppel, nicht ohne Probleme, aber mit durchgekommen sind bei dieser fetten Kuppel, kommen wir jetzt nicht mehr durch. Wir können aber weiterhin neben der Kanonenblende oder besser gesagt ober und drüber der Kanonenmündungsbremse oder Mündungsfeuerbremse durchschießen und das so halt ausnutzen. Und ja, Unterwanne schießen möchte ich jetzt nicht reinschießen, weil, sind wir ehrlich, ist ja logisch, dass wir durchkommen. So, ich gucke jetzt hier noch, wo wir hinschießen könnten und das ist eben ganz eine interessante Sache aus meiner Sicht. Egal. Teilweise müssen wir echt hart aufpassen, in welchem Winkel wir dann immer noch auf die Oberwanne schießen. Heat kann ja schon ricochieren ab einem sehr starken Winkel, aber sie probiert es sehr oft immer durchzukommen. Ihr könnt sehen, wir kommen durch diese Oberplatte nicht durch und wie Schüsse bouncen, whitt, alle da hoch. Ihr könnt sehen, pang, schon wieder daneben. Obwohl wir eine, ja, vielleicht so eine 30%ige Durchschlagskraft-Chance haben, ja. Diese Oberwanneplatte ist durchgehend 50 mm dick, was anders ist als beim Stufe 9er, aber zum Stufe 9er kommen wir höchstwahrscheinlich morgen dazu, wenn euch das dann auch so passt.
Ich probiere jetzt einmal noch da durchzuschießen, aber das RNG ist uns leider heute nicht holdig. Probieren es jetzt nochmal. Und endlich ist der hinüber, der Udes. Zum nächsten Panzer. So, ich habe es vorhin schon angemerkt. Ich möchte gerne euch zeigen, was passiert, wenn wir eine 150mm Kanone haben, die der Grelle 15. Ja, sie hat nicht die beste Standarddurchschlagskraft. Und wir müssen gut Glück haben, dass wir dann auch da durchkommen. Ihr könnt sehen, hier ist es immer extremst abhängig und wie gut der Gegner hier hold down steht. Sonst könnt ihr auch durch diese obere Lippe durchkommen. Hier jetzt wird es leider nicht der Fall sein, aber wir haben da leider ein bisschen weiter untergetroffen und dann ist es halt leider auch wieder ein Pen gewesen. Tut mir leid dafür, dass es halt nicht ganz so gut geklappt hat. Ihr könnt aber auch sehen, es ist wirklich nur ein minzig kleines Stück, bevor es anfängt wirklich rot zu werden und dass wir bouncen. Ja, da sind wir jetzt ohne Probleme halt oben weg gebounced. Nun, die Grille 15 hat ein 150mm Kaliber. Das gleiche wie der E100. Und das ist bei diesen Panzern leider ein bisschen problematisch, weil diese Panzer halt eben nicht diese Oberwanne autopennen können. Und das ist aber auch nur wichtig, wenn der Udes euch diese Oberwanne zum Autopennen zeigt. Er hier zum Beispiel zeigt sie uns nicht. Wir probieren nochmal durch diese Kuppel durchzukommen. Ihr könnt sehen, obwohl sie eigentlich schon ziemlich dick ist, kommen wir nicht durch. Auch mit Heat eventuell. Und ihr könnt sehen, wir bouncen auf dieser Oberplatte weg. Und jetzt hier, weil wir einen besseren Winkel auf ihn haben, habt ihr gesehen, war hier teilweise grün, aber auch teilweise wieder rot. Und das liegt halt einfach daran, dass sobald wir einen gewissen Winkel überschreiten, dann halt wirklich bouncen. Und natürlich, dass auch diese Aufhängungen hier 170mm dick sind. Und ich glaube, wir haben sogar da, oder sind diese gewesen, einfach sobald der Winkel halt nicht mehr will, dann wird das ziemlich schnell wieder rot. Da sind wir jetzt zum Glück ohne Probleme durchgekommen. Für die Leute, die es wundert, nein. Der Fahrerport ist nicht modelliert, der ist nicht vorhanden, es ist kein Weakspot und bringt euch nichts, da drauf zu schießen. Wir haben jetzt mal eine Heat geladen, um ein bisschen auf die Oberwanne zu zielen. Mal gucken, ob wir durchkommen, aber auch da liegt halt einfach das Problem daran, dass uns noch ein bisschen Durchschlagskraft fehlt. Aber es ist auch nur eine Zeit oder ein das Anzahl an Zeit, die wir brauchen, bis wir dann auch wirklich da durchkommen. Jetzt aber zu einem Kaliber mit 152mm, um euch zu zeigen, eben, dass es ohne Probleme auch so gehen würde. Ja, dieses 152mm Beast ist das Opic 268 Version 4. Aber nicht vergessen, normales 268 würde auch funktionieren, der 60 TP würde funktionieren. Und ihr könnt sehen, ja, wir haben mit AP immer noch das Problem, dass wir nicht durch diese angewinkelte Turmfront durchkommen. Die Kuppel hingegen ist jetzt 300mm effektive Panzerung da, diese fetteren Teil. Da könnten wir theoretisch durchkommen, wenn wir Glück haben. Hatten wir jetzt auch, hat jetzt nichts damit zu tun, was wir jetzt da drüben getroffen haben, weil ihr könnt sehen, das Panzerungsmodell bleibt gleich. So, was ich jetzt aber euch zeigen möchte eigentlich ist eben, ihr könnt sehen, die Oberwanne ist grün für uns und wir haben einen ziemlich shallow Winkel, also einen ziemlich heftigen Winkel und wir haben damit keine Probleme durchzukommen. Aber jetzt was Interessantes, ich habe jetzt Heat nachgeladen und je nachdem, wenn wir jetzt wieder einen besseren Winkel hinkriegen auf seine Oberwanne, Momentchen, so, machen wir das so, dann werden wir jetzt auch mit Heat an ihm hier auf dieser Oberwanne bauen. Ihr könnt sehen, der Schuss schön hier noch ein bisschen explodiert und wir sind da einfach nicht durchgekommen mit der Heat. Und jetzt haben wir wieder eine AP geladen und theoretisch können wir auch hier durchschießen, ist 40mm dick, wie schon vorhin erwähnt. Aber durch die Oberwanne geht auch der Schuss dann schlussendlich so durch. Ein bisschen unlucky, dass wir leider da ja nochmal 650 gerollt haben. Low Roll wäre nice gewesen, um noch einen Schuss mehr zu machen. Aber eben das zur Oberwanne. Wichtig ist auch anzumerken, die Seitenwanne dieses Panzers ist auch nur 50mm dick. Also heißt das, euer liebes nettes Objekt 268 Version 4 268 wird auch diesen Panzer, wenn er probiert zu sidescrapen, penetrieren können. Das da eben kein Problem. Auch noch anzumerken, diese Oberwanne 60mm, 3x6 sind 180, heißt also die 183er Kaliber vom vom FV 183 sowie aber auch vom Stage 2 haben hier mit AP Auto Pen. Bitte nicht vergessen. Bevor wir zum richtigen Teufel gehen, hier noch der
Wheelie Boy. Und zwar mit dem möchte ich euch noch zeigen, wo genau hat er denn wenig Panzerung, wo kann man mit HE durchkommen. Dieser Panzer hat jetzt die 90 mm Heat-Durchschlag. Und was auch noch eben wichtig ist, sind diese Seitenschürzen wirklich gute Seitenschürzen? Bringen die überhaupt etwas? Und wie schon gesagt, hier sind 40 mm dick, da kommen wir ohne Probleme seitlich durch. Und das gilt auch das gleiche dann für hier hinten am Turm, welches auch nur 40 mm dick ist. Also eine ganz, ganz ordentliche und gute Sache. Ihr könnt auch sehen, so einen krassen Winkel. Gut, sind wir jetzt leider nicht durchgekommen, war natürlich ein bisschen schade, wollte jetzt gerade anfangen. Auch hier hinten, der hintere Teil des Turms, easy peasy lemon squeezy, kommen wir durch. Und hier interessant, ja, was ist mit diesem oberen Teil? Dieser obere Teil ist auch schon von der Schottpanzerung beschützt. Ihr könnt sehen hier, die ist 5 mm dick und sie geht alles rundum herum hoch und heißt also, Wheelie Boys, ihr müsst an die Seite des Turms schießen, damit ihr durchkommt. Weil auch diese Benzinkanister, sie sind HE-absorbierende Schleudern. Und was ist mit diesen dicken Dinger hier hinten? Ich habe jetzt auch mal eine Heat geladen und wir kommen durch. Aber es muss angemerkt werden, diese Teile sind, externe Panzerung, sie sind nicht Teil des Schadensmodells. Wir hatten hier natürlich einen guten Winkel und sind natürlich somit auch ohne Probleme durchgekommen. Wenn wir weniger Heat-Durchschlagskraft hätten, würden wir nicht durchkommen. Und ich suche mir jetzt hier eine schöne Stelle aus und jetzt reicht es schon nicht mehr hier durchzukommen mit der Heat. Und das ist aus meiner Sicht auch wieder was ganz Interessantes zu sehen. Obwohl, es könnte jetzt auch gewesen sein, dass wir jetzt ein bisschen hier unlucky waren für eine Trajectory oder wo der Schuss hindurchgeflogen ist. Aber eigentlich, so wie es aussieht, hätten wir noch Teil des Schadensmodells. Genau, ihr könnt sehen, hier hinten wäre der Schuss eingeflogen und das hier, der Teil da unten, der wäre noch Teil des Schadensmodells gewesen. Meine Güte, ich kann nicht ruhig bleiben. So, jetzt könnt ihr sehen. Das hier wäre Teil des Schadensmodells gewesen. Das wäre hier unten gewesen. Weil eben über den Ketten haben wir diese Schottpanzerung. Hier unten wäre das gewesen, wäre nur 30 mm gewesen. Aber die Schottpanzerung war zu overpowered, zu OP. Wir sind da nicht mehr durchgekommen. Also, wenn ihr Glück habt, können euch diese Kanister oder keine Ahnung, wie man das nennen soll, können euch beschützen, je nachdem, wie der Winkel ist und ob der Gegner überhaupt Heat schießt. Natürlich, nicht vergessen, wenn sie AP schießen, ist das kein Problem, weil diese Panzerung wird euch nicht das Leben retten. Hier hatten wir jetzt eine AP geladen und der UDES ist weg vom Fenster. Und nun zum letzten Panzer. So, hier haben wir den 183er und ja, die HE ist halt schon noch ziemlich stark, sagen wir es mal so. Aber ich möchte jetzt in dieser Runde nicht auf die Oberwanne schießen, weil wir wissen, wir kommen hier durch, sind wir ehrlich. Wir wissen, wir werden hier sogar mit AP durchschlagen können, ohne Problem. Wir haben hier Autopenne hier drauf. Wir haben jetzt aber HE geladen und schießen ein bisschen hier auf den Panzer oben drauf, um zu gucken, ja, wie viel Schaden machen wir denn wirklich. Und ja, 875, au, das tut weh. Ihr dürft nicht vergessen, dieser Panzer ist wirklich nicht gerade stark gegen HE. Also ihr macht schon einen ordentlichen Schaden mit HE. Also das darf man nicht unterschätzen. Das vor allem auch beim 9er gilt das. Hier 880 und das liegt halt einfach daran, wenn wir nochmal das Schadensmodell anschauen. Wir schießen hier ran, splashen hier drüber, was 40 mm Panzerung ist. Aua, das tut weh. Und somit haben wir eigentlich mit zwei Schüssen den Panzer hier mehr oder weniger aus dem Leben befördert. Wir haben jetzt eine AP geladen, um zu schauen. Ah, jetzt hatten wir ein bisschen Unluck und haben da die Kanone getroffen und sind deswegen nicht durchgekommen. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wieso ich das getan habe, aber das war's. Ich hoffe, ich konnte euch näher bringen, wie jetzt genau die Panzerung des neuen UDES 1516 funktioniert. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Kommentar in den in der Kommentarbox. Lasst nicht, nicht vergessen, mich zu abonnieren für weitere solche Pen-Guides. Der UDES 16 sollte bald kommen, vielleicht am Donnerstag, hoffentlich. Und zum Stufe 8er, ja, einfach auf den Turm schießen. Die Oberwanne hat Auto-Bounce für 105 mm Kanon. That's it. Mehr nichts mehr dazu. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich war RagingRaptor.de und man sieht sich.